Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einem neuen Stadionblog von mir. Heute bin ich auf dem Samstagabend-Talk für der Fußball-Bundesliga SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Ich befinde mich schon hier aktuell in Bremen. Wir sind heute Morgen früh angereist mit dem ICE. Und wenn ihr euch fragt, warum die ganzen Leute hier verkleidet sind, in Bremen gibt es aktuell einen Freimarkt. Und ich blende euch mal ein Video ein. Als wir am Bahnhof angekommen sind, sind die ganzen Leute durchgegangen, alle verkleidet, schon mit den Trompeten in der Hand. Also in Bremen ist aktuell Karneval, würde ich mal sagen. So, meine lieben Freunde, wir werden hier jetzt unseren Döner essen. Ich habe den Laden auf TikTok gesehen, der soll einer der besten Dönerläden hier in Bremen sein. Also viele haben gesagt, oh, das ist der beste Döner, den ich jemals gegessen habe und so dies, das. Döner soll 10 Euro kosten, besteht aus Steakfleisch. Ich bin sehr, sehr gespannt. So heißt der Laden Papais. Gehen wir mal rein. Freunde, gönnt euch mal nur diesen Spieß, Mann. Crazy. Und das ist die Salattheke. Was kostet ein Döner? 9,50 Euro. Steak-Döner. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der Döner schmecken wird. Freunde, gönnt euch mal nur, wie viel Soße wir haben. Tzatziki, Avocado, Hot Diablo, Aubergine. Das sieht man auch richtig krass. Freunde, gönnt euch nur einfach diesen Döner. Crazy. Im Sommer kann man hier voll entspannt chillen. Wie heute zum Beispiel, die Sonne scheint gerade. Und hier an der Weser entlang kannst du hier sitzen, picknicken. Na, picken jetzt schwer, aber kannst einfach chillen abends. Das ist ja so wie bei Köln die Rheintreppen. Ist ja voll Entspannung. Wir haben super Wetter heute. Wir haben einfach 17, 18 Grad, sonnig. Und wir haben gerade Oktober. Wir haben Ende Oktober. Also nächste Woche beginnt der November. Hier an der Weser. Es geht an meine lieben Freunde hoffentlich auf die 3 Punkte für unseren Bayer. Hey, wie cool. Die fahren einfach Kanu hier an der Weser. Guck mich mal an. Hier, Leverkusen-Trikot, Auswärts-Trikot in der Winterjacke. War dumm von mir, weil ich erstmal nicht auf den Wetterbericht geachtet habe. Auf die 3 Punkte für unseren Bayer. Ich glaube, kein Leverkusen-Fan wird den 14.04.2024 vergessen. Und der Gegner war damals Werder Bremen an dem Tag, als wir das erste Mal deutscher Fußballmeister wurden. So, kein Leverkusen-Fan wird das vergessen, diesen Tag nie im Leben. So, viele haben, sehr, sehr viele, die ich kenne, auch viele Kollegen von mir, haben diesen Tag unter die Haut tätowiert. Zum Beispiel ein Kollege hat es an seinen Oberschenkel, viele hier auf die Arme und so. Und auf jeden Fall heute auf jeden Fall krachen, Samstagabend-Torspiel. Ich schaue vielleicht Pyro. Aber weshalb heute so besonders ist, an dem Tag, an dem wir Meister wurden, haben wir ja gegen Bremen gespielt. Wir haben die auch dann nochmal aus dem Stadion geschossen. Und so als erstes dachte ich mir so, ey, was macht da Alonso? Was hat der für eine Ausstellung aufgestellt? Wills auf der Bank, Frimpong auf der Bank. Also die ganzen Topspieler waren erstmal auf der Bank. Ich dachte, der Alonso will nicht zu Hause Meister werden. Ich dachte, der will die Meisterschaft eine Woche später in Dortmund feiern, was ja auch richtig krass war, aber dann hätte es diesen Platzsturm nicht gegeben und so. Deshalb bin ich auch einerseits auch sehr, sehr froh, dass ich diese Meisterschaft im eigenen Stadion erleben durfte mit dem ganzen Platzsturm und so. Bitte einfach nur heute auf die richtigen 3 Punkte. Wir haben ja in Brest nur in München gespielt, was leider zu wenig war, aber man muss ja auch sagen, riesen Respekt an Brest. Wir haben wirklich sehr, sehr guten Fußball gespielt. Aber ich bin sehr optimistisch und glaube, dass wir heute die 3 Punkte mit in die Farmstadt nehmen werden. Guck mal, wo ich bin, meine lieben Freunde. Am Spielhotel der Spiel. Oh, da ist der Fanmarsch. Am Atlantic Grand Hotel. Auf geht's, Jungs. Trikot ist ausgezogen, weil ich hier halt gerade zu Fuß Richtung Stadion, also 40 Minuten Fußweg. Deshalb habe ich mein Trikot ausgezogen. Ja, ist einfach besser. Ich warte gerade auf die Spiele. Ich denke mal, ich brauche nur noch mit Wills ein Foto. Da habe ich mit jedem Spieler ein Foto. Hier am Hotel. Und dort ist der Mannschaftsbus. Ich warte mal einfach, also wir sollten in den nächsten 10 bis 15 Minuten rauskommen. Wir haben ja 16.15 Uhr, das Spiel beginnt ja in 2 Stunden 15 Minuten. Deshalb denke ich mal, dass ich jeden Spieler abfangen kann. Und ja, vielleicht dass ich den einen oder anderen Bild machen kann. Freunde, gebt euch das mal. Der Bus ist einfach noch näher dran gefahren. Also, ich bin hier und der Bus ist hier. Das ist so crazy. Mein Ziel ist auf jeden Fall, mit Wills auf jeden Fall ein Foto zu machen oder ein Foto zu bekommen. Ich hoffe, die gehen nicht alle hier rein. Alejandro!
Chaka! Chaka! Ja! Du bist klar! Ich liebe dich! Du bist der Treueste, du bist der Beste! Danke! Dinklat! Was der? Dankeschön! Lom! Legende! Du bist der Geilste! Flo! Lom, Junge! Flo! Florian! Flo! Nathan! Bella! Victor! Jonah! Javi! Bonnie! Javi! Eddie! Javi! Javi, unser Foto! So, meine lieben Freunde, ich gebe mal ganz kurz meinen Tipp ab. Ich sage, dass wir heute gewinnen werden. Auswärtssieg, 3 Punkte, kommen mit in die Farmstadt. Auswärtssieg 1-4 tippe ich. Ich sage meine Torschützen Boniface, wenn das Spiel wird, einen machen. Chaka wird heute treffen. Witz wird heute treffen. Und Jeremy Pimpong. Hier sind 2 Zuschauer, die wollen auch ihr Tipp einmal abgeben. Ich sage 3-1 Leverkusen, 2 Tore Witz und 1 Tor Chaka. Sehr stark. Und dein Tipp, Bro? Ich sage 2-1 Leverkusen, einmal Andrich und Witz. Sehr stark. Auf die 3 Punkte. Guck mal, meine lieben Freunde, was ist das für ein geiler Vibe auf dem Weg zum Stadion? Alles ist grün. Passt auch zu den Vereinsfarben von Bremen. Wir haben noch ungefähr eine halbe Stunde Fußweg. Hier ein paar Sticker vom SVW. Sieht ja wirklich sehr, sehr entspannt aus hier an der Weser direkt. Ich hoffe einfach nur, dass wir heute gewinnen. Und angekommen am Weserstadion. Ich glaube, bei Nacht wird das Stadion richtig krass aussehen. Hier mit dem riesen Flutlicht. Und das wird mein Eingang heute sein, Tor 13. Ich bin auf der Südseite und habe sehr, sehr gute Sicht auf dem Gästeblock. Ich muss mich erstmal verstecken. So ein Stadion kann ich, glaube ich, anziehen. Sollte kein Problem sein. Ja. Ah, das ist ein Leverkusen-Fan. Grimaldo-Trikot. Natürlich alles hier voll mit Werder, vollgeklebt. Hier an der Weser entlang. Schön mit dem Sonnenuntergang aufs Stadion. Bin wirklich sehr, sehr gehypt. Und ich gehe mal langsam rein. Die ersten Schritte ins Stadion. Mit dem neuen Gästeblock. Crazy. Hier ist der Gästeblock. Dort ist die Kurve der Bremen-Fans. Geil, Mann. Und ich habe sogar, ich schau mal ganz kurz über mein Handy. Reihe 1, Platz 13. Und das hier ist mein Platz. Hier. Mit der View. Auf den Gästeblock. Und auf die Bremen-Kurve. Was ist das bitte für geisteskranke Plätze, meine lieben Freunde. Wow. Wirklich wow. Und unsere Torhüter sind rausgekommen. Ganz vorne Lukas Radetz, unser Kapitän. Niklas Dom und Mate Kova. Werder Bremsklar kommt raus. Kamera-Quali vom 16 Pro Max wird sehr, sehr stark. Und das Stadion füllt sich langsam und langsam. Hier unter mir sind ein bisschen Leverkusen-Fans. Dort sind Leverkusen-Fans in Rot. Ja, ich glaube, ein paar haben sich auch über dem Heimbereich Karten geholt. Und jetzt kommen unsere Jungs raus. Auf geht's, Jungs! Ganz vorne Chaka, Grimaldo, Tag, den Kapitän, ihr Top-Sober, Wirt, Andrich, Pimpon,
Hofmann. Meine lieben Freunde, ich wurde umgesetzt. Das ist jetzt mein neuer Sitzplatz. Mit dieser View. Also die Sicht ist jetzt nochmal besser als eben. Da steht da, Fußball findet Samstag um 15 Uhr Reise statt. Und das kann ich halt nicht vorlesen. Das sind sehr viele Spruchbänder. Und hier sieht ihr einmal unsere Aufstellung. Radetzky, Gavitar, Andrich, Wilz, Serie, Tapsuba, Grimaldo, Boniface, Chaka und Frimpong. Und jeden Augenblick beginnt die Partie. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und auf dem Video ein Like da lassen würdet. Ich bin also wirklich, würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr einen netten Kommentar da lassen würdet. Lasst uns mal persönlich 500 Likes da rein. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Spiel. Auf die drei Punkte Leverkusen. Und die beiden Mannschaften der heutigen Partie kommen raus. Leverkusen mit den dritten Ausweichtrikots und Werder Bremen mit den grün-weißen Halbtrikots. Hier ist Anti-DFL-Spruchbänder und hier ist der Gästeblock aus Leverkusen, rappelvoll. Gönnt euch mal meine View, meine lieben Freunde. Was ist das bitte für eine geile View? Und im Leverkusener Gästeblock wurde gezündet, rote Rauchwolke. Boah, geil. Wo sind die Büros? Grüße gehen raus an dich, Endes. Ah, die Kamera fixiert nicht mal. Schweigeminute geht für Budde. Über Budde von 1950 bis 2024 gelebt. Ruhe und Frieden. Jetzt will jetzt auch jemand eine Schweigeminute. Und Werder Bremen mit dem Anschluss hier in diesem Topspiel. Bis der Nebel noch weggeht, wird die Kamera noch unscharf sein. Aber ich glaube, der Nebel sollte in den nächsten 2 bis 3 Minuten weggehen. Stark. Oh, schade, Bonny. Schade, schade, schade. Nach 6 Minuten ist die erste Ecke für Bremen. Wow. Sehr verdächtig am Abend. Schade. Da! Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Oh mein Gott, so eine Riesenschau. Hätte er den geschossen, wäre er vielleicht sogar reingegangen. Aber er lüftet. Sehr, sehr wichtig. Hallo. Komm. Ein Foul. Ah. SVB. Chance für die Bremer. Eine sehr, sehr gute Parade von Radetzky. Wow, das ist schon die zweite gute Chance für Bremen gewesen. Musst du wach sein, musst du wach werden. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der Zitronenmann, der einmal grüne Rauchtopf aufgezündet hat und einmal den weißen. Die schießen auf jeden Fall gegen uns, wegen der Meisterschaft. Jetzt.
mal die Weltmitte rein. Jawohl, Jungs. Jawohl. Ich bin an dem Dream-Fans, ist aber viel gar nicht. Also, das heißt, ich bin voll so aufmerksam, weil das ist so voll sehr, sehr wichtig. 31. Spiel und 1 so. Ein Schuss und dann war drin. Heute sind wir sehr effizient, sehr, sehr gut, nehme ich mit. Aber wir müssen hochpassen. Also Bremen macht wirklich eine sehr, sehr gute Partie. Weißt du, was für Bremen kurz vor der Pause? Nein. Ah, mein Gott. Ein ganz bisschen Halbzeit, weil der Halbzeit stand 1 zu 4 für die Werkself. Wir sind auch immer zufrieden. Wir haben nicht so viel Schwung gemacht. Die zweite Halbzeit hat schon wieder begonnen. Stimmung beide Seiten. Also ich bin näher dran am Gästeblock, deshalb höre ich halt überwiegend nur den Gästeblock. Von den Bremen-Fans, aber wenn wir mal still sind, hört man die Bremen-Fans wirklich sehr, sehr laut. Führung schon mal sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, eine geile zweite Halbzeit und mit den drei Punkten. Und auch schon für Leon. Tschüss. Nein! Nein! Leute, sehr, sehr stark, Freunde. Sehr, sehr stark auch rausgespielt. Das war kein Rollspiel. Ein sehr, sehr schneller und starker Konter, aber sehr gut auch rein. Kommt nach Bremen mit vor. Bremen mit der nächsten Chance. Es kann nicht sein, dass wir eine Chance haben und dann einen so schnellen Konter kassieren und gehen, dass es 1-1 macht. Das ist viel zu einfach. Wir haben zwar jetzt kein Tor kassiert, aber wie einfach wir da durchgekommen sind, das ist nicht normal, Mann. Das ist wirklich nicht normal. Der Schakaretski! Das sagt keiner. Das sagt keiner. Das sagt keiner. Das sagt ab. Das ist schön. Das sagt keiner. Weiter, Jungs. Weiter, Mann. Konzentrieren wir uns. Was? Das war knapp. Ich hab den Ring gesehen, Schabel. Ja, weiter, weiter, weiter! Angedeutet, dass sie wirklich sehr, sehr viele Chancen hatten. Und jetzt, in der, ich glaube, 65. 70. Minute, ist das 1-1 gefallen. Ist verdient. Muss man einfach sagen, ist einfach verdient. Ja! Jawohl, Alter!
Ja, Mann, sehr wichtig. Oh mein Gott, jawohl. Sehr, sehr wichtig, Jungs. Sehr, sehr wichtig. Ich hab schon gesagt, 1-2 werden wir gewinnen. Dein Tipp war 2-1. Jawohl. Jetzt ausgibt die Decke. Schuss. Wow, schade. Ein Unentschieden, was sich wirklich wie eine Niederlage anfühlt. Die Bremer Fans jubeln, weil für die ein Unentschieden gegen uns ist ein Erfolg. Ja, am Ende verdient, also kann man nicht sagen, Bremer hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Aber bitte, weil wenn du Meister werden willst, dann musst du gegen solche kleinen Menschen gewinnen. Das haben wir letztes Jahr bewiesen gehabt. Dieses Jahr, es kommt mir so rüber, als würden die Spieler nicht 110% geben. Das kommt dieses Jahr so rüber, als ob die dieses Jahr nur 80% geben. Aber dennoch, wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet und auf den Video ein Like da lassen würdet, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.